Welchen Whisky schenkt man, wenn man eingeladen ist zum Geburtstag? Man weiß, das ist jemand, der durchaus Whisky zu schätzen weiß, aber man kennt ihn noch gar nicht. Wir wissen gar nichts über ihn. Also habe ich mich entschieden für einen Bushmills, und zwar für einen 10-Jährigen. Warum? Das werde ich gleich im Video ein bisschen genauer erklären. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung. Und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Wie diesen Bushmills, den ich erstmal ins Glas werfe, denn der muss erstmal geöffnet werden. Es handelt sich nämlich hier um eine ungeöffnete Flasche. Das hat eine kleine Geschichte, die werde ich jetzt auch erzählen. Denn ich wurde freundlicherweise zum Geburtstag eingeladen von Tom, dem ich hiermit nochmal ganz, ganz herzliche Glückwünsche übermitteln möchte, den ich aber bislang noch gar nicht kannte. Wenn das Video gezeigt wird, dann habe ich den mittlerweile kennengelernt. So, und vielleicht habe ich dann auch erkannt, oh, das Video, der Whisky war der falsche für ihn. Das war vielleicht eine Unterforderung, weil er seine Whisky-Passion schon in einem viel stärkeren Maße auslebt als ich oder was auch immer, das weiß ich nicht. Aber ich fand es reizend, dass er mich eingeladen hat. Und ich möchte ihn kennenlernen und habe gedacht, ich bringe ihn einen Whisky mit und will keinen Fehler machen. So, deswegen diesen Bushmills. Und das werde ich auch gleich ein bisschen genauer erklären. So, erstmal ins Glas gelassen. Und dann erzähle ich in der Zeit, in der sich der Whisky ein bisschen entwickelt, etwas über diesen Tropfen. Der Bushmills 10 Jahre. Das ist wohl einer der ganz, ganz großen Whisky-Klassiker schlechthin. Den gibt es schon, weiß nicht, den gibt es schon ewig. Das ist auch immer der irische Whisky, denn von irischem Whisky sprechen wir hier, also von Whisky mit EY. Der irische Whisky, der immer verfügbar war, und zwar immer der Single Malt Whisky mit einer Jahresangabe. Gibt von Bushmills wahnsinnig viel. Bushmills ist eine ganz alte Brennerei, die älteste Irlands und angeblich die älteste der Welt. Die Brennerei wirbt mit der Jahreszahl 1608. Die schreiben sie dann eben auch immer ganz stolz dahin. Ich habe auch andere Daten gefunden, wie beispielsweise 1794 oder sowas im Schnitt, oder 1784, glaube ich. Aus der Zeit sind wohl die Gebäude der Brennerei, aber Bushmills beruft sich auf eine alte Urkunde, wo dann irgendwie eine Erwähnung da irgendwie wohl erfolgt, und deswegen heißt es immer die älteste Brennerei der Welt. Ich glaube, die werden auch hier irgendwie damit groß werben, aber da weiß ich nicht. Ich habe mir das noch nicht so richtig durchgelesen. Bla bla bla, bla bla bla. So, keine Ahnung. Egal. So, erstmal wichtig ist, es ist ein irischer Whisky, ein Single Malt Irish Whisky. Das heißt, es kommt vom Mutterland des Whisky. Und da gibt es eine alte Tradition, nämlich, dass der Whisky da dreifach gebrannt ist. So, also in drei Verfahren hintereinander. Und das Tolle ist, das ist hier einer, der auch auf Pot Stills also gebrannt wurde. Also ganz, ganz traditioneller Whisky. Handmade können wir hier nicht mehr sagen, denn Bushmills ist eine Riesendistille, ein Riesending mit unglaublichen Produktionszahlen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Es gibt also vom Bushmills natürlich eine Abfüllung ohne Jahresangabe. Dann gibt es auch, aber auch 16, ich hatte mal einen 16-Jährigen vor langer Zeit wohl mal im Glas, der hat mich ziemlich beeindruckt. Es gibt einen 11-Jährigen, es gibt einen 21-Jährigen, einen 25-Jährigen, diese bejahrten Abfüllungen, die sind aber dann in der Regel nur schwer erschwinglich, also sehr, sehr hochpreisig. Das ist ein relativ preiswerter Whisky, den wir hier haben. Er ist also 10 Jahre alt.
Und es ist ein Single Malt Whisky, also es ist ein Malz-Whisky aus gemälzter Gerste, aus eben dieser einen Brennerei Bushmills, also kein Grain drin, kein Blend oder sowas in der Art. Und er hat 40 Volumenprozente Alkohol, also wenn man so möchte, das Mindestmaß, das man, oder Mindestgehalt an Alkohol, den eine Spirituose haben muss, damit sie überhaupt sich Whisky nennen darf. Er ist gefärbt, deswegen, wir können zwar hier diesen wunderbaren Goldton uns anschauen, aber das ist letztlich versetzt mit Zuckercouleur. Was auch damit natürlich zusammenhängt, dass es einfach auch ein Massenprodukt ist. Der 10-Jährige ist jetzt kein seltener, sondern in einem gut sortierten Supermarkt, da findet man den dann auch. Da, das wissen wir, das kennen wir, wenn das eben jetzt nicht irgendwie so für Spezialisten ist, eine Abfüllung. Dann wird das Ding gefärbt, damit es immer gleich aussieht, immer angeglichen. Ein Bushmills 10, den hat man in einer Bar, den hat man auch in einem ordentlichen Restaurant, wenn das eine Whiskykarte hat, und dann sind da irgendwie ein, zwei Iren dann vertreten, dann ist es in der Regel ein Jameson und ein Bushmills. Und wenn man Glück hat, eben Bushmills 10, also einer mit Jahresangabe. Und da ist es natürlich so, die sollen irgendwie immer gleich aussehen und deswegen werden die immer angeglichen. Und weil er eben nur 40 Volumenprozente hat und es Menschen gibt, die auch gerne Whisky auf Eis trinken oder Whisky allgemein mal kälter wird während seiner Lagerung oder Transport oder wie auch immer, und damit er immer schön gleich klar bleibt, ist er eben hier auch kühl gefiltert worden. Das ist typisch für Whiskys mit 40 Volumenprozente. Manche bekommen da irgendwie Herzrasen, sagen wir, für Schweinerei. Mir ist es erstmal egal, für mich zählt allein der Geschmack. So, der ist gereift überwiegend in Ex-Bourbon-Fässern und ein gewisser Prozentteil, da müssen wir gleich mal gucken, wie präsent das ist, in Oloroso-Sherry-Fässern. So, das sind sozusagen die äußeren Werte. Ja, wie gesagt, Bushmills ist also die große Brennerei, die Traditionsbrennerei. Wenn man also an irischen Whisky denkt, dann denkt man eigentlich oft an Jameson. Der liegt aber einfach daran, dass der wahnsinnig verbreitet ist. Aber eigentlich der alte, traditionelle ist eigentlich Bushmills. Wobei das eben eigentlich eine Fabrik auch mittlerweile ist. Wenn man sich die Gebäude anschaut, ist riesengroß und es ist ganz großes Gelände und so weiter und so fort. Ja, das ist, Preissegment, das variiert ganz stark. Also manchmal kriegt man den für extreme Sonderangebote, dann hat man so eine Flasche für 25, 26, 27, 28 Euro. Manchmal aber auch für 39,99. Das ist dann irgendwie, glaube ich, die unverbindliche Preisempfehlung oder so. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man den dann eben käuflich erwirbt. Früher gab es ein anderes Flaschendesign, viereckig war das irgendwie immer, aber das sah dann irgendwie anders aus, war so dunkelgrün, das Irlandgrün, und jetzt haben wir so ein Türkiston. Ich muss sagen, mir gefällt das Flaschendesign verdammt gut, so wie es aussieht. Ist eine schöne Flasche, da haben wir auch nochmal hier Triple Distilled steht dann eben hier und dann eben besteht seit 1608 The Old Bushmills Distillery, das heißt, ne? Ja. Und haben wir ein schönes zweiteilige Etikettierung. Wir haben einen anständigen Korken und also glaube ich so ein Bröselkorken hier und ein Holzdeckel, also richtig anständig und eine schöne anständige Flasche. Also macht durchaus was her. Und das war ja auch so ein Grund, dass ich gedacht habe, ach ja, doch, als Geschenk, das sieht auch ganz ordentlich aus. Hat auch eine anständige Umverpackung, was ja auch irgendwie immer seltener wird. Das wird ja immer wieder mehr und mehr eingespart. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, dann habe ich gedacht, naja, und weil ich den Tom eben noch gar nicht kenne, dann mache ich das so. Das Geschenk ist eigentlich einmal die Flasche und die gemeinsame Verkostung, die wir heute also hier sozusagen durchführen. Das ist eigentlich das Geschenk, denn auf der Geburtstagsparty ist natürlich ganz wahnsinnig viel los und dann kann man das nicht so in Ruhe machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute, Tom. Also noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Und dieses Video widme ich dir sozusagen. Also das eben soweit. Ich fange mal an zu schnuppern.
Ich wusste, es ist auf jeden Fall ein angenehmer Whisky. So, ich habe den vor, ich weiß gar nicht, war das der 10-Jährige oder der ohne Jahresangabe, den habe ich vor Jahren mal gekostet und eben diesen 16-Jährigen, der mich durchaus beeindruckt hat. Und hier, merkt man eben durchaus, oh ja, der ist aromatisch. Das ist was ganz Süßes, sehr honiglastiges. Jetzt hätte ich sinnvollerweise, vielleicht steht das hinten drauf, mal so Tasting Notes mir angucken müssen. Und wahrscheinlich, weil das eine Ex-Bourbon-Fassreifung ist, würde man wahrscheinlich sagen, oh, ist aber Vanille. Ich habe aber, wie nicht selten, aber da eher eine Honignote in der Nase. Und auch eine Fruchtnote, die ich nicht zuordnen kann. Und es riecht, riecht wie ein angenehm leichter, sanfter Malt. Durchaus für mich so eine Fruchtnote à la Birne, kein Apfel, Birne. Und Hintergrund leichte Zitrusnote, kein Rauch, kein rauchiger Whisky. Hat auch eine gewisse frische Note. Also wirkt eher wie ein eher jüngerer Whisky, obwohl er ja doch durchaus schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Frucht, also leicht fruchtig, etwas süß, Zitrusnote im Hintergrund, ein bisschen Honig, angenehm, nichts, was irgendwie unangenehm aufstößt, auch nichts, nicht irgendwie ein stechender Alkohol oder so. Jetzt könnte man sagen, wieso soll der stechen 10 mit 40 Volumenprozenten? Aber hat man manchmal so ein bisschen bei diesen, gerade bei diesen leichten, weichen Whiskys, sticht manchmal so ein bisschen Alkohol durch, wenn sie noch nicht zu alt sind. Der hat immerhin auch noch keine 12 Jahre, immerhin 10 Jahre. So, das ist es erstmal für mich. Da wird man mit Sicherheit mit einer feineren Nase dann auch noch mehr Nuancen wahrnehmen. Jetzt nicht völlig unterkomplex, aber eben auch nicht so anspruchsvoll in der Nase, aber angenehm in der Nase. Diese, wenn ich sage Süße, ist das nicht so eine starke, erschlagende Süße, sondern es ist so ein Honig, leichte Honigaroma, aber es ist eben durch diese Fruchtigkeit auch dieses anregende, frische, nichts Schweres. Optimal für die Jahreszeit, ein Frühlingswhisky. In diesem Sinne, schauen wir mal, was er im Mund macht.
Das ist ganz interessant. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt mein erster Whisky. Normalerweise vor der Verkostung trinke ich einen leichten, um die Zunge daran zu gewöhnen. Das war jetzt von daher etwas prickelnd auch auf der Zunge. Also, lecker. Fruchtigkeit bleibt da. Ich überlege gerade, im Mund hatte ich jetzt keine Birne mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern vielleicht so ein bisschen in Richtung Aprikose. Wenn ich die Fruchtigkeit festlegen sollte. Aber die hat für mich auch nicht, die spielt für mich nicht die erste Geige. Sondern zwei andere Nuancen sind viel stärker. Nämlich einmal, also merkt man wirklich, dass es ein Malzwhisky ist. Also das ist sehr malzig. Sehr, also angenehm, so Gerstenmalz, ne? So merkt man. Getreidewhisky. Das ist das eine. Das zweite ist, eine Fruchtigkeit, aber auch eine leichte Eichenbitternote. Nicht unangenehm, aber zu merken. Ich hatte, glaube ich, gesagt, ne, gereift wird er in Ex-Bourbon-Fässern und ein leichter Anteil Sherry-Fässern. Und so schmeckt es auch. Also man hat schon das Gefühl, das würde man, glaube ich, auch bei einem Blind-Tasting rausfinden. Und sagen würde, ja, überwiegend ist das eine Ex-Bourbon-Fass-Reifung. Aber leichte Sherry-Noten sind da. Ich weiß nicht, habe ich das gesagt? Oder irgendwo meine ich das gelesen zu haben, dass es Oloroso-Sherry-Fässer sein sollen, die da Verwendung fanden. Hier ist, glaube ich, nur Blabla. Ja, das ist nur so Werbegedöns und hier steht auch nichts. Also hätte ich mal ein bisschen sinnvoller mich vorbereiten sollen. Und hier hinten steht auch nur drauf irgendein Zuckercouleur oder sowas, ne? Und man soll vorsichtig trinken. Ja, das tun wir ja. So. Hier steht Bourbon and Sherry Casks. Creating rich flavors of honey and vanilla. Ja, da muss ich wieder passen. Vanille habe ich gar nicht. With Bushmills Signature Smoothness. Ja, Smoothness natürlich. Smooth ist der. Der ist verdammt weich und angenehm und ölig im Mund. Das muss man ganz klar sagen. Angenehmes Mundgefühl. Vanillenoten habe ich gar nicht, Honignoten noch, also ein bisschen, also die Süße ist da, aber ich fand es jetzt durchaus eben auch frisch und Eichenbitterkeit, die fand ich eben auch da. Und wenn man eben sagt, gibt es da noch eine, wie ist das mit der Zitrusnote, die ist da, ich finde auch nach wie vor, auch im Mund. Birne hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr, sondern eher Aprikose, Pfirsich, Nektarine, diese Preisklasse. Und wenn ich jetzt nachschnuppere, dann habe ich hier auch keine Birne mehr. Irgendwo meine ich mal gehört zu haben, da sei irgendwie sahnige Milchschokoladennoten drin. Wenn man das so weiß, dann bildet man sich darauf schnell ein. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich wäre jetzt nicht darauf gekommen. Vielleicht, das ist diese Cremigkeit, diese Öligkeit
Vom Mundgefühl her ja, einverstanden, aber auf Schokoladennoten komme ich hier nicht. Aber ich finde, das hat was Gebäckartiges. Erinnert mich an diesen englischen Teekuchen. So. Von diesem Malz, Gerstenmalz hin zu diesem Gebäck. Ja, das ist so ein Teekuchen. Ich finde den ja sehr angenehm. Manche sagen, oh Gott, Trockenkuchen, übel. Auf Tom und auf alle, die irischen Whisky mögen. Ich hoffe, Tom, du magst irischen Whisky. Oh, ei. Aber das ist ja wieder so eine Sache. Ich komme nochmal gerade zurück zu der Frage, welchen Whisky schenkt man denn? Erste Frage natürlich, ist er ein Einsteiger oder ein Profi? So weiß ich jetzt nicht. So. Und dann möchte ich natürlich dann eher auch einem Profi einen Whisky schenken, der vielleicht ihn trotzdem nicht unterfordert. Also doch ein bisschen auch zufriedenstellt. Und sagt, jo, ich kenne zwar komplexere und so weiter, aber komme ich klar mit. Und das finde ich, ist auch, das kann man vorwegnehmen, das ist hier der Fall. Das ist ein gut trinkbarer Whisky, das ist schon mal als Urteil vorweggenommen. Und das Zweite ist natürlich dann die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich mit irischem Whisky? Ja, ist er da auch gut aufgestellt? Ist das einer, trinkt er eher schottischen Whisky? Ist das einer der, oder ist das ein Amerikaner-Fan? Ja, also trinkt er gerne Bourbon-Whisky? Da hat er ja hier auch durch diese starke Bourbon-Fassreifung, hat er durchaus, könnte ihn da eben auch zufriedenstellen. So, und der irische Whisky ist eben nicht ganz so gebräuchlich wie der schottische. Das war so, waren so meine etwas wirren Gedanken. So, jetzt aber. Also alkoholisch ist das nicht beim Schlucken. Das ist ein leichtes Zwirbeln. Das kommt vom Alkohol. Das ist nicht irgendwie eine Würze oder sowas. Aber das geht, es ist angenehm. Damit kommt man klar. Es ist ein wahnsinnig weicher, wahnsinnig wie öliger Whisky im Mund. Es bleibt die Fruchtigkeit und ich entschließe mich relativ klar. Für diese Pfirsichrichtung und weg von der Birne. Ich merke gar nichts mehr mit Birne. Fruchtig, eine gewisse Süße, aber eine Eichenbitterkeit. So. Also so in Richtung schon mehrfach befüllte Fässer. Nicht so sauer oder bitter, dass es aufstößt, dass man sagt, das ist aber unangenehm. Das würde ich nicht sagen. Sondern im Gegenteil, das ist so ein süffiger, durchaus von daher auch gefährlicher Whisky, wo man sagen würde, jo, du kannst aber loslegen und zu mehreren Leuten machst du dann so schnell so ein Fläschchen leer. Aber machen wir natürlich nicht, wir sind ja hier Genießer. Aber wie gesagt, am Ende so ein bisschen Bitterkeit, die ist so das, was da bleibt. Und ein bisschen leichte Trockenheit, was auch auf den Sherry-Fass-Einfluss wahrscheinlich zurückzuführen ist. Ich überlege die ganze Zeit, beim Oloroso Sherry, da hat man natürlich, und das wäre auch das, was ich hier vielleicht, aber auch nur, wenn ich es weiß, wiedererkenne, ist ein Hauch von Nuss. Was für Nüsse, kann ich gar nicht sagen. Ein Hauch von Nuss, vielleicht, ja. Wenn man mir aber jetzt gar nicht sagen würde von Oloroso Sherry-Fässern, weiß ich gar nicht, ob ich da drauf gekommen wäre. Also wenn, dann ist das wirklich nur ein Hauch. Die Eichenbitternote ist, finde ich, wesentlich stärker. Die merkt man, die ist durchaus zu spüren. Übrigens zur Frage der Länge des Abgangs, heißt ja immer ein langer Abgang, das ist ein kurzer Abgang. Es bleibt diese leichte Eichenbitterkeit-Note, die bleibt am Ende da, aber das ist ein kurzer Abgang. Das ist also von daher durchaus einer, wo man sagen würde, ja, das kannst du gut von einem Essen auch genießen.
Fazit, es ist ein Malzwhisky. Die Malzigkeit ist dominant. Das ist ein einfacher, also überhaupt nicht komplexer Whisky. Dadurch auch ist der eigentlich so ein vollkommen unkomplizierter Feierabend-Whisky. So sollte man ihn auch genießen. Hat eine ordentliche Süffigkeit und ist so ein, durchaus aber auch ein Whisky zum Genießen. Nicht anspruchsvoll, nicht fordernd, aber eben auch einer zum Trinken bei einem entspannten Abend in einer angenehmen Runde ist das also durchaus, finde ich, ein gut konsumerabler Whisky. Ja, er ist auch durchaus geeignet für Whisky-Einsteiger, die also sagen wollen, einmal, ich möchte ganz gerne überhaupt mal so einen irischen Whisky natürlich kennenlernen, das ist klar. Da hat man schon mal so diese Ahnung dieses sehr weichen Malts. Es ist eine Steigerung zu dem 0815 Jameson, den man überall im Supermarktregal bekommt. Inwiefern jetzt die Steigerung zum Bushmills ohne Jahresangabe ist, da hoffe ich doch mal. Ja, aber kann ich nicht genau sagen. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Und es ist durchaus auch ein Whisky, der eben deswegen interessant ist, weil man schon ein paar Geschmacksnuancen klar benennen kann. Da ist aber nichts Diffuses, das überfordert einen auch nicht. Und man kann trotzdem eben auch sagen, ja, guck mal an, ne, da und da ist doch ganz klar etwas, was für einen Bourbonfassreifung spricht. Und dieser Hauch Oloroso, wenig Oloroso-Anteil, das ist dann schon ganz interessant. Aber wenn wir also hier lesen, was von Sherry-Fässern, bla bla bla, jawohl, ja, mehr stand da ja nicht, hatte ich ja genannt. Ein eleganter Whisky ist es. Doch, das kann man auch sagen. Wenn wir also da irgendwie was hören mit Sherry-Fass-Anteil, dann ist das wirklich, das ist gering. Ja, das ist jetzt also nicht so im Sinne von, ah, oh, da sind Rosinen oder so Trockenfrüchte oder sowas. Nein, das ist eher ein fruchtiger, frühlingshafter, vielleicht sommerhafter Whisky, den man also prima genießen kann. Auch ganz gerne eben, wie gesagt, ein, zwei, drei mehrere oder sowas, das mag alles sein. Das ist so eine gewisse Süffigkeit. Ich finde, das ist ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei den bejahrten Bushmills. Da geht das dann unglaublich astronomisch in die Höhe und das ist dann irgendwie für mich jetzt persönlich nicht mehr ganz so nachvollziehbar, tragbar, wie auch immer. Aber das ist, finde ich, ein ordentlicher Whisky. Und ja, ich hoffe, ich habe mich nicht völlig blamiert. Ich finde, den kann man schenken, wenn man den Beschenkten nicht ganz so gut einschätzen kann. Und auch wenn er jetzt ein Whisky-Spezialist ist, ist er nicht allzu unterfordert, hoffe ich doch stark. Es gibt ja auch noch eine weitere Frage, die eben nicht ganz genau sich klären lässt. Nämlich die Frage, mag jemand rauchigen Whisky oder nicht? Und da gehe ich doch, wenn ich jemanden nicht kenne, doch dann eben lieber auf die Nummer sicher und sage, ich kaufe ihm keinen rauchigen Whisky. Dann könnt ihr es angenommen, ich kaufe ihm einen Lafroy 10 Jahre. Dann sagt er letztlich, was will ich mit diesem Stinker? Ja, den kann ich nicht trinken. Also von daher hoffe ich, dass es irgendwie halbwegs gut gegangen ist. Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und denkt daran, der Whisky-Freund, der ist ein Genießer. Er säuft nicht. Tschüss, macht's gut.